Mein Plan kann überhaupt nicht schiefgehen. Wenn Sie tun, was ich Ihnen sage. Für 100.000 Pfund kann ich vielleicht meinen natürlichen Widerwillen gegen Befehle unterdrücken. Da liegen 300.000 Pfund Reserven für unerwartet hohe Bargeldabhebungen. Sie könnten es sich doch leicht nehmen. Das bisschen merken die doch nie. Ich grapsche das Ganze. Falls Sie vorhaben sollten, eine Bank auszurauben, dann sorgen Sie dafür, dass Ihre Drähte nicht falsch gesteckt sind. Es sei denn, Sie stecken sie selbst falsch. Zweitens, überzeugen Sie sich, dass Ihre Signale stimmen. Das kann das Signal sein. Es ist das Signal. Drittens, die Aufmachung. Obacht, pass auf meine Augen auf. Denk immer nur ans Geld. Und letztlich, es muss ein Freitag sein. Das ist der einzige Tag für einen Bankraub. Können Sie Ihrem Bankdirektor vertrauen? Und erinnert er Sie irgendwie an Stanley Baker? Er arbeitet in einer Bank. Und natürlich Ursula Andres arbeitet an Stanley. Und David Warner arbeitet schwer im Oberhaus. Er ist ein letzter blaublütiger Graf. Wer verdächtigt je einen Grafen eines Bankraubes? Es ist ein idealer Tag für ein Frühstück im Bett. Wie fühlt man sich eigentlich als Verbrecher? Ich bin keiner. Ich habe doch noch gar nichts verbrochen. Und nachher bin ich auch keiner, es sei denn, Sie schnappen mich. Ein idealer Augenblick für ein doppeltes Spiel. Und für einen Moment werden wir auch seinen Anteil in den Händen haben. Verstehst du, was ich meine? Könnten wir nicht das ganze Geld allein behalten? Ja. Ein nie wiederkehrender Moment für Geldumtausch und Abhebungen. Sie haben wohl die Bank beraubt. Es geht los. In 60 Sekunden von jetzt. Treffpunkt London Airport heißt das Losungswort für eine perfekte, aufregend süße Jagd. Kann man auf diese Art eine Bank berauben? Da können Sie Gift drauf nehmen.